Die meiner Erfahrung nach größte Hürde bei der Erzeugung von Lehrvideos liegt in der Aufnahme des Textes. Nicht jedem gelingt es, einen Text frei einzusprechen und das schon gar nicht in einer Qualität, wie man das von professionellen Sprechern her kennt. Daher sollte man jedem potenziellen Videoproduzenten die Angst nehmen, indem man ihnen sagt, schreib den Text erstmal in Ruhe auf und lies ihn anschließend einfach vor. Das dafür einfachste Setup ist ein Smartphone mit einem Diktierprogramm. Etwas mehr Möglichkeiten, gerade auch bei der Audiobearbeitung, bietet das Setup Laptop mit Mikrofon und Audiobearbeitungsprogramm, zum Beispiel Audacity. In beiden Fällen kann man den ausgedruckten Text einfach vorlesen. Ein Tipp: Damit das Ganze nicht zu steril rüberkommt, lesen Sie den Text so emotional wie es geht vor. Und wenn Sie sich versprechen, kein Problem. Sprechen Sie den fehlerhaften Teil nochmal und schneiden Sie den Fehler nach der Aufnahme einfach heraus. Will man zusätzlich als Sprecher sichtbar sein, kommt eine Kamera hinzu. Nun kann man aber nicht mehr einfach vom Blatt ablesen, dann wäre man ja mit Text sichtbar. Daher sollte man den Text aus dem Sichtbereich der Kamera fernhalten. Am besten geht das mit einem Teleprompter und der entsprechenden Kameratechnik. Ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag. Nutzen Sie PowerPoint. Stellen Sie Ihren Laptop direkt vor bzw. unter die Kamera und setzen oder stellen Sie sich so, dass Sie vom Laptop ablesen können, aber im Kamerabild bleiben. Nun teilen Sie Ihren Text in kleine Blöcke, zum Beispiel einen Satz pro Block auf. Verteilen Sie die Blöcke auf viele Folien und lesen Sie bei laufender Kamera den Text Folie für Folie vor. Den Ton nehmen Sie gleichzeitig mit Ihrem Laptop und Audacity oder mit Ihrem Handy auf. Am Ende dieses Teils steht eine saubere Tonaufnahme Ihres Textes und, wenn gewünscht, eine Kameraaufnahme von Ihnen als Sprecher. Diese müssen wir nun noch mit der Präsentation koppeln und synchronisieren. Wie das geht, das zeige ich Ihnen im fünften Teil meiner Videoserie.